Feuerstein-Cast, die Pizzi Blanco. Einen wunderschönen guten Tag, Autofreunde. Ich bin David Feuerstein-Cast und hinter der Kamera bin mal wieder ich. Na, Schatz? Ich würde ganz gerne in Ruhe meine Jeremy Fragrance-Videos gucken. Jeremy Fragrance, der Beste. Power! Jeremy Fragrance ist sehr wichtig in meinem Leben. Shoutout an Jeremy Fragrance. Was machen wir heute? Vorab möchte ich einmal sagen, bitte abonniert gerne mal. Das war ja so ein Mischmasch aus Betteln und einfach nur einen guten Tipp für euch. Abonniert gerne einfach mal diesen Channel. Nehmt euch kurz Zeit dafür, pausiert das Video, geht runter und drückt auf Abonnieren. Aktiviert die Glocke, weil es gucken irgendwie über 90% diese Videos und haben nicht abonniert, was ja eigentlich... Ja, einmal nur heißt, dass ihr das vergessen habt und darum nehme ich euch das nicht böse. Könnt ihr jetzt kurz machen, würde ich mich mega drüber freuen. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den neuen Stil von uns findet, wenn ich das einfach mal selber mache. Da können viel öfter Videos kommen, weil Lena hat auch nicht immer Zeit, die hat ihre eigenen Sachen zu tun. Und ja, ich schnapp mir einfach diese wunderschöne Kamera und mache das alles hier selber teilweise. Das würde mich auch mal interessieren. Was machen wir heute? Ich zeige meine Hundis. Und dann, Keschi, warum hast du so rote Augen, ey? Der kleine Keschi ist gesund und Enzo haben wir gebadet und dann hat er sich einfach erkältet. Und jetzt waren wir beim Tierarzt, haben 200 Euro bezahlt dafür, dass der nichts hat und jetzt ist er wieder gesund. Dann gehen wir gleich raus und das wird, glaube ich, super interessant sein für euch, weil, bleibt da unbedingt dran, wir haben ein paar Neuzugänge, die aber auch im normalen Budget sind. Nicht abgehoben teuer, sondern normale Autos, ein Kombi-Benziner und ein Diesel-Mercedes. Dann ist der M2 jetzt so bereit, dass Lena gleich ein paar Bilder davon macht und... Der Junge da hinten putzt gerade die S-Klasse, weil dafür muss ich ein Video drehen. Ist ein mega geiles Auto und ich würde sagen, damit fangen wir auch einfach mal an, dass wir da jetzt einen Soundcheck von machen. Johann, hast du gehört? Ja. Wie alt bist du? 16. Perfekt, setz dich mal rein und starte das Auto und drück auf S. Was kann das sein? Wo ist denn der Schlüssel jetzt schon wieder hier? Du hast ihn doch gerade noch gehabt, ich habe ihn dir doch gegeben. Ach, auf der Schlüsselablage. So, jetzt anmachen und dann kurze Gasstöße. So, Johann, man macht dann nämlich papa, weil warm ist er eigentlich. Geil, geil. Fahr den mal raus, einmal nur so ins Licht. Angegisst hier. Einmal rausrollen. Weil der ist einfach nur geil, der Wagen. Boah. Alles klar, kannst du stehen lassen. Das ist einfach ein Lachs. Also wer da noch Bock drauf hat, verkauft ist er noch nicht. Der Herr will nur ein kleines Video haben nochmal. Und das gebe ich ihm natürlich. Aber ich denke mal, dann ist er bald weg. So ein günstiges, gutes, gepflegtes Auto. Sogar diese Matten drauf immer gehabt. Guck mal, wie der Boden aussieht, Mann. Wie neu. Wirklich, wirklich richtig geil. So, dann habe ich... Johann, kannst du einmal Soundcheck machen mit dem CS? Der läuft jetzt nämlich auch schon. Für alle, die da Angst bei haben, braucht ihr nicht haben, weil... Der ist knacke warm. Auch wieder kurze Stoße, ne? Oh, für OPF ist richtig geil. Boah. Ja, jetzt kommt er. Geil, danke dir. Und jetzt mal einmal mit dem hier. Gucken wir mal, was mehr ist, nämlich ein Diesel. Ist er schon an, Johann? Ja. Ist der an? Ist an, ist ein Diesel. Dieses Auto ist der wunderschöne CLS, den haben wir sauber gemacht. Der sieht jetzt original. Steig mal aus und nimm mal die Fußmatten weg. So aus. Was für ein gepflegtes Auto. Den Vorbesitzer kenne ich, der hat den jede Woche sauber gemacht. Jede Woche hat er da richtig, richtig Zeit mit verbracht, dieses Auto sauber zu machen. Und das ist daraus geworden nach 15 Jahren. Sieht so ein Auto dann so gepflegt aus. Was kam da noch raus, Alter? Was ist das? Ach so, hier. Ja. Verklebt, ein bisschen. Ah, das musst du gleich nochmal, müssen wir nochmal nassaugen. Ja. Kannst du da hinten hinlegen, Liefu? Boah, Junge, ist der gut, ey. Der riecht auch jetzt richtig geil. Auto hat jetzt 152 gelaufen. Lack ist auch wirklich richtig geil. Kriegt gleich auch Bilder.
Aber wer auf das Auto Bock hat, kann sich melden, ist im unteren Preissegment. Also wirklich CLS 320 CDI 2007er, also schon gemopfte erster Mops, so ein Zwitter. Wirklich, wirklich, wirklich feines Auto mit Ermatik und allem Furz und Feuerstein. Ne? So, dann nächstes Thema. CLS 55 AMG, wer kennt's, ist jetzt hier angekommen, das Fahrzeug. In richtig, richtig, richtig geilem Zustand. Ne? Also hier hat er eine Macke, die muss tatsächlich weglackiert werden. Da gehe ich mal von aus. Und sonst ist das jetzt nicht Mystic-Weiß, sondern Metallic-Weiß. Neue Scheinwerfer drin, richtig geil, richtig, richtig, richtig geil. Hat hier eine Macke, muss auch lackiert werden. Und dadurch, zeige ich euch gleich, ist er mir aufgesetzt beim Aufladen, weil hier halt das Ermatic-Fahrwerk vorne kaputt ist. Ne? Dann hat der Auto aber eine Besonderheit. Erstmal liefern die einfach das originale Bordbuch mit. Und Check-up gepflegt übrigens. Und Porsche 911er Check-up. Also wenn ich das nächste Mal einen Porsche 911er ohne Check-up habe, habe ich jetzt einen mit Check-up, weil einfach komplett 996 Carrera Check-up mitgeliefert. Volle Hütte, alles super. Mit jedem Zip und Zap, sogar diese Garantiekarte hier. Deutsches Auto wird das gewesen sein. Also derjenige, der einen Porsche 911er gekauft hat in Japan, der darf sich bei mir melden und sein Check-up hier abholen. So, was ist an diesem Auto besonders? Was ist an diesem Auto besonders, Johann? Der hat keinen weißen Dachhimmel, der hat einen schwarzen Dachhimmel. Warum? Weil der das Auto konfiguriert hat, das so gemacht hat. Sehr gut, ja, das stimmt schon. Das ist die Senior-Ausstattung. Dann hat der... Was? Oh, also, das ist eine Frage an mich? Ja. Was hat der? Zeig doch mal. Ja, der ist schwarz von innen. Der ist eine schwarze Applikation? Ja. Statt weiße Applikation, heller Holz Applikation. Schwarzen Dachhimmel, wie Johann schon gesagt hat. Ne? Da hat Johann vergessen, das rauszuholen, weil er einfach ein Schlört ist. Okay. Und das Spiegel alles schwarz, schwarz, schwarz. Ist also ein wirklich Designio-Auto mit schwarzer Ausstattung. Das ist das Problem bei denen. Nicht mit AMG zu tun. Auch die AMGs haben weiße Dachhimmel. Und bei dem tatsächlich schwarz, weil er es so gewählt hat. Und der hat die Sportabgasanlage von AMG. Mach mal bitte an. Bisschen Gas. Alles klar. So, der steht hier auch zum Verkauf. Also, ja. Wer da Bock drauf hat, kann sich auch gerne, gerne, gerne melden. Gerne im Vorlauf einfach die Autos sich hier angucken. Und wer da Bock drauf hat, schreibt eben eine Nachricht. Dann gebe ich gerne mehr Infos, bevor die Videos kommen. Das dauert immer ein bisschen länger. Auch diese Aufbereitungsgeschichte mit Inserieren. Die Tür ist noch auf. Nimmt einfach Zeit weg. Und so könnt ihr das machen. Ihr wisst ja, wie die Autos im Endeffekt aussehen, wenn wir die fertig haben. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Von daher ist das, glaube ich, eine ganz geile Gelegenheit für euch. So. Ich habe tatsächlich vergessen, eine Abmoderation zu machen, darum jetzt aus dem Off. Würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, ein Like da lasst, die Glocke aktiviert und auch mal bei Instagram vorbeischaut. Da haben wir auch immer coole Reels und Stories am Start. Unseren Mobile-Link findet ihr in der Videobeschreibung und das nächste Video kommt tatsächlich ganz, ganz bald schon. Würde mich freuen, wenn ihr auch da dran bleibt. Das verpasst ihr auch nicht mit aktivierter Glocke. Darum bis zum nächsten Mal, wenn es heißt... Feuersteinkreis. Die Bitch zieht Blanco. Ciao. Holtische City, ne nice Combo. Rari, Rolls Royce oder Lambo. Drei Bitches plus Bennett im Bett, ein Quattro. Feuersteinkreis, die Bitch zieht Blanco. Heckantrieb, weil es von hinten mag. Gib ich hier, weil ich den Hintern mag. Baby, das ist keine Wissenschaft. Scheiben dunkel und sie ist Splitternacht. Sie macht dir was vor. Party ohne mich, check your phone no more. Na, back in town, body bounce, turn around. Head down, money out, wenn sie blau.